Also ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich das Genre allgemein total mag, dass ich sowohl den Horror mag und damit auch die ein bisschen härteren Filme, aber auch sehr die Mystery-Filme oder die psychologischen Filme. Und beides zu mischen, nicht nur eins zu machen, lag irgendwie nahe für mich. Und ich bin froh, wenn es funktioniert hat. Ja. Sorry. Ich gucke mir alles an, was es dazu im Kino gibt und bin großer Fan des Genres, seit ich 12 bin. Jetzt, wo wir das Buch geschrieben haben, haben wir uns noch spezieller alles besorgt, was es dazu gibt. Wir haben die Asiaten viel geguckt, die Franzosen, auch die Spanier. Es gibt total viele Filme, die ich sehr mag. Ich bin großer Fan der Franzosen. High Tension, Inside sind große Filme, die ich mag, weil sie auch starke Frauenfiguren haben. Also Frauen, die sowohl Opfer sind, aber auch Täter. Also die einen starken Charakter haben und das mag ich sehr. Ich hoffe, es gibt bald mehr. Es gibt ja eh nicht so viele Frauen, die drehen wie Männer. Und klar ist Horror, also das Klischee sagt ja, dass das eine Männerdomäne ist, auch was die Zuschauer anbetrifft. Aber wie Hilde schon sagt, also gerade wenn es ein bisschen mehr Mystery oder ein bisschen mehr Thriller mit reinkommt, sich das mischt, glaube ich, dass ganz viele Frauen das toll finden. Ja. Ich kann ja vielleicht noch ergänzen, also bei den Test-Screenings war es immer ganz interessant, dass der Blick auf den Film unterschiedlich war. Also die Frauen haben, wenn wir mit denen gesprochen haben, vielmehr immer über das Drama in der Geschichte gesprochen und ja, was zwischen den beiden Frauen abgeht letztendlich die ganze Zeit. Und die Männer haben mehr sich auf die Machart konzentriert und haben bis ins kleinste Detail die Geschichte auseinandergenommen. Das war schon sehr spannend. Also gab es schon so unterschiedliche Fokus auf den Film. Okay. Ja, das ist schade zum Ersten. Also, dass das Genre so wenig bedeutet, beziehungsweise dieses Genre, also Mystery, Horror, so wenig Bedeutung findet im deutschen Kino, ist wirklich schade. Warum das so ist, weiß ich gar nicht genau. Es gab ja die ersten Versuche um 2000 rum, da sind viele der Regisseure, die es versucht haben, nach Amerika gegangen danach und haben hier nicht weitergemacht. Jetzt kommen wieder ein paar Genrefilme und ich hoffe, dass es jetzt eine Welle gibt, die ein bisschen größer wird und ein bisschen länger anhält und dass die Regisseure vielleicht auch hier bleiben und hier weiter Genre machen wollen. Das wäre toll. Ich will auf jeden Fall. Es ist auch natürlich sehr schade, wie Sie sagen, wir hatten ja in den 1920er Jahren durchaus den Expressionismus, der natürlich auch stilistisch viel gesetzt hat, was den Genrefilm angeht. Und das ist ja bis heute relevant und wird immer noch wieder gerne kopiert, auch im ganzen Stil und so. Und ja, es gibt eigentlich die Tradition in Deutschland, aber sie wird nicht wirklich genutzt.